Bremen 2 ist hier um 4:12. Die Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas ist nicht unumstritten über ihre Bedeutung heute. Darüber sprechen wir allerdings jetzt nicht, sondern über ihre Rolle in der NS-Zeit. Denn damals gehörten die Zeugen Jehovas zum Widerstand. Sie haben Protestflugblätter verteilt, den Hitlergruß abgelehnt, den Kriegsdienst verweigert und deshalb wurden sie auch verfolgt. Und sie haben auch bedrohten jüdischen Mitmenschen geholfen. Darüber hat Autor Christoph Wilke ein Buch geschrieben und darin Einzelschicksale zusammengetragen. Das Buch heißt »Die unbekannten Judenhelfer, wie Zeugen Jehovas im Nationalsozialismus jüdischen Mitmenschen beistanden«. Und es ist erschienen im Volk Verlag und der Autor Christoph Wilke ist jetzt live bei mir am Telefon. Hallo Herr Wilke. Hallo Frau Mild, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sprechen kann. Wie sind Sie denn dazu gekommen, zum Widerstand der Zeugen Jehovas zu forschen, sich damit zu beschäftigen? Ja, also mit dem Widerstand der Zeugen Jehovas beschäftige ich mich schon seit mehreren Jahrzehnten. Ganz konkret dieses Thema ist entstanden in Verbindung mit einer Ausstellung, die ich für das NS-Dokumentationszentrum München vorbereiten durfte, zur Verfolgung der Zeugen Jehovas. Und da kam natürlich auch die Frage auf, wie standen die Zeugen Jehovas zu den jüdischen Mitmenschen. Die Zeugen Jehovas, ich habe es eben schon gesagt, die wurden selbst verfolgt, weil sie eben unter anderem auch Protestblätter verteilt haben. Sie haben den Kriegsdienst und den Hitlergruß verweigert. Wie konnten Sie denn unter diesen Umständen auch noch Ihren jüdischen Mitmenschen helfen? Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich hat das die Möglichkeiten der Hilfe begrenzt. Aber es war ja nicht jeder Zeuge Jehovas inhaftiert und vor allem nicht ständig inhaftiert. Das heißt, es gab also immer Möglichkeiten in der Nachbarschaft, wo es Kontakte gab, wo es Verbindungen gab, auch zu helfen. Und diese Möglichkeiten, da gibt es viele Beispiele, die wurden oftmals genutzt. Und dann gab es natürlich auch in den Konzentrationslagern Kontakte zwischen jüdischen Häftlingen und Zeugen Jehovas. Und viele Häftlinge haben in ihren späteren Biografien oder Stellungnahmen von der Hilfe durch Zeugen Jehovas berichtet. Kann man das dann überhaupt so pauschal sagen, dass die Zeugen Jehovas eben den jüdischen Mitmenschen geholfen haben, dass sie immer Widerstand geleistet haben, dass sie da, also dass die alle in diese Richtung gegangen sind? Oder ist das wie in der restlichen Bevölkerung auch auseinandergegangen? Das ist also ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen, weil die Gemeinschaft insgesamt den Antisemitismus nicht mitgetragen und nicht unterstützt hat. Mhm. Also das ist eine Besonderheit der Religionsgemeinschaft, die ergibt sich aus der christlichen Haltung. Und es gibt viele, viele Beispiele von Veröffentlichungen der Zeugen Jehovas während der Nazizeit, wo die Judenpolitik angegriffen wurde. Es gibt auch zahlreiche Gerichtsurteile gegen Zeugen Jehovas, wo als Anklagegründe Bezug genommen wurde auf die Haltung gegenüber Juden, also auf die positive Haltung gegenüber Juden. Also die Gemeinschaft insgesamt hat den Antisemitismus nicht geteilt und daraus ergaben sich natürlich viele einzelne Beispiele, wo Zeugen Jehovas geholfen haben. Also das ist eine allgemeine Haltung der Zeugen Jehovas. Jetzt ist das ein Thema, was einem nicht so präsent ist. Also die Rolle der Zeugen Jehovas in der NS-Zeit, das ist jetzt ein Thema, mit dem hatte ich noch nicht so viel zu tun, noch nicht so viele Berührungspunkte. Was glauben Sie, warum ist das bisher so wenig erforscht worden? Ja, da gibt es mehrere Gründe. Also ein Grund ist, dass die Religionsgemeinschaft selbst nach dem Krieg nach vorne blickte und sich mit ihrer eigenen Verfolgung gar nicht so sehr beschäftigt hat. Und auch die historische Seite, die hat sich zunächst primär mit der jüdischen Verfolgung beschäftigt, erst später mit anderen Opfergruppen. Also Detlef Garber aus Hamburg, der sehr bekannte Historiker, hat dann in den 90er Jahren oder Ende der 80er Jahre begonnen mit der Erforschung des Schicksals der Zeugen Jehovas. Und es klingt so ein bisschen so, als wäre auch so ein bisschen Ihr Ziel mit dem Buch, die Zeugen Jehovas, das Image, sage ich mal, auch ein bisschen zu verändern. Ist das auch eine Intention gewesen beim Schreiben? Ja, sagen wir mal so, dass historische Wahrheiten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, sollte ja immer ein Interesse sein. Und dass damit verbunden ist, auch den Blick auf diese Gemeinschaft mehr an die Realität anzunähern, das ist ja auch sicherlich in Ordnung. Und man muss berücksichtigen, dass in den letzten Jahrzehnten dieses Thema ziemlich ausgeblendet wurde, aber nicht in böser Absicht, sondern weil eben auch so wenig Einzelbeispiele bekannt waren, wie zum Beispiel Inge Deutschkron, über die ja Radio Bremen vor kurzem berichtet hat, die von Zeugen Jehovas versteckt wurde während der Nazizeit.
Und Sie mit Ihrem Buch wollen Sie das ändern und das bekannter machen. Die Rolle der Zeugen Jehovas im Nationalsozialismus, dazu hat Christoph Wilke ein Buch geschrieben. Es heißt Die unbekannten Judenhelfer, wie Zeugen Jehovas im Nationalsozialismus jüdischen Mitmenschen beistanden. Es ist erschienen im Volk Verlag und 17,90 Euro. Dafür können Sie es erwerben. Herr Wilke, vielen Dank für das Gespräch hier auf Bremen 2. Ja, ich sage da. Vielen Dank. Tschüss.